Hallo und herzlich willkommen zurück zu mehr World of Final Fantasy. Wir sind immer noch im Kolosseum und das wird auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber es sind Dinge, die gemacht werden müssen oder können, sollten, ich weiß es auch nicht. Und es geht jetzt richtig zur Sache mit Stufe 69 gegen den Tomberry-König. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen, denn das könnte richtig krass reinhauen. Der ist uns eigentlich vom Level her haushoch überlegen. Wir schauen mal. Watch it. So, die Stapel sind die gleichen, aber halt natürlich wesentlich schwerer. Wir wehren uns mit Sanctus. Oh, Schwachpunkt und nur 998 abgezogen. Okay. Können wir nur hoffen, dass wir vielleicht irgendwie blind rüberkriegen. Resistent, okay, klappt nicht. Okay, wir können versuchen, das Einzige, was wir wieder machen können, ist versuchen, die Stapel zu stürzen. Dass es ein bisschen einfacher wird. So, oh. Ich glaube, da haben wir keine Chance. So, versuchen dem Ganzen aber wieder ein bisschen entgegenzugehen. Okay. Ja, der haut übel rein, der Kerl. Okay, wir müssen normalen Angriff machen. Versuchen wir gegen den Tomberry. Keine Chance. Erlöser können wir nicht rufen. Mega Mirage haben wir keine. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist tatsächlich Schritt für Schritt vorzugehen. Wow, okay, das ging doch ganz gut. Ein Vita dürfte drin sein. Ja, Küchenmesser ist übel. Selbst wenn das nicht so aussieht, das ist leider so. Okay, wie kommen wir gegen den Kleinen an? Ach, Glück. Okay. So, ab geht's. Ah, den kriegen wir auch so leicht nicht weg. Ich meine, wir könnten ihn fangen, ne? So ist es nicht. Ah, komm. Bring ihn doch mal endlich um. So, du löst dich auf. Und stapelst dich wieder. Okay. Gut. Können wir jetzt ein Vitra? Vitra ist möglich. Und dann versuchen wir, den guten Kerl hier wieder zu stürzen. Okay, normaler Angriff vielleicht. Das bringt ihn ja auch zum Schwanken. Wow. Okay, wir müssen ein Item benutzen. Und zwar die Daune. Heilige Scheiße, was ist da los? So. Fall um! Gut. Du stapelst dich. Und Vitra. So. Was ich jetzt machen möchte, ist gucken, ob ich den Großen eingefangen kriege. So. Der kann noch gar nichts. Dann greifst du einfach mal an. 3000. Was ist denn da los? Okay, Moment. Kommt, also es war halt damals mal so, dass sich das danach gerichtet hat, wie hoch der Schaden ist von dem Tomberry, wenn man ihn trifft. Je nach... Moment mal kurz, ich hab doch... Was? Ich wollte nicht fliehen! Ich hab mich verklickt! Ach, weißt du was? So werden wir das Vieh wenigstens los.
Ich brauche den zwar nicht, aber er ist weg. So. Okay, jetzt Analyse. Reduziere ihre TP einmal pro Kampf. Ja, das ist sehr blöd. Das machen wir doch die ganze Zeit schon. Passiert nichts. Ist wahrscheinlich dann der erste Schlag im Kampf oder so. Den wir aber nicht ausführen konnten, weil er gestapelt ist. Naja, egal. Wir haben es überlebt. Das ist das Wichtigste. So. Akribisamen ++. Ich habe keine Ahnung, wofür der gut ist. Ja. Ich brauche den eigentlich nicht, aber... So. Den können wir nachher freilassen. Ich wollte ihn einfach nur loswerden. Wenn das die einzige Möglichkeit ist. Ja. Das war wirklich gar nicht mal so einfach. So. Jetzt sind es eigentlich nur noch Kämpfe, die... Oh, Stufe 66. Oh, da sind ein paar dazugekommen, ne? Warum? Jäger des Stalaktitkampfs. Wir gucken mal gerade, ob irgendwas Spannendes dabei ist. Belohnung erinnern Ifrit und Shiva. Na, dann machen wir doch mal die. Weil es fehlt eigentlich noch Ramu und das nervt mich total. Besitzen tun wir den ja schon. Tau jetzt mal schön die starken Zauber rein. Wenn wir noch welche übrig haben. Und den Rest müssen wir halt draufkloppen, bis wir uns wieder regeneriert haben. Ist jetzt nicht die größte Schwierigkeit. So, das war's schon. Ah, das nervt mich echt mit Ramu. Also ich bin wirklich stundenlang durch diesen dämlichen Dungeon... oh, cool. Well done. That was a good fight. Okay. Weil es mich eigentlich total annervt... Blattschusssamen plus Sedativsamen. Erinnerung Ramu. Ja, ich will Ramu haben. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt. Das wäre halt richtig genial. Verwende Blitzattacken. Du benötigst ein Ramu-Prisma. So, Blitz haben wir zur Genüge. Sehr schön. Und dann gehört er endlich uns. So. Jetzt müsste man eigentlich kriegen. Oh, endlich! Da warte ich das ganze fucking Spiel drauf, dass wir endlich Ramu bekommen. Es fehlt halt natürlich noch Valfaris, aber ja. So, eine der sieben Plejaden. Er befehligt mächtige Blitze und kann mit seinem Richtstock Blitze übrigens mit P, alles in Asche verwandeln. Sui Generis, die Seele stammt vom blitzeschleudernden Großväterchen Ramu aus der Hauptgeschichte. So, den nehmen wir mit. Wen schmeißen wir dafür raus? Wen brauchen wir denn so überhaupt nicht? Mandragora kann gar nichts. Die werfen wir mal raus. Okay. Sehr schön. Da habe ich wirklich jetzt richtig, richtig lange drauf gewartet. Well, that ought to do it. Sehr schön. Und dann können wir gleich weitermachen mit Erinnerung Shiva. Und dann haben wir nämlich die alle. Und dann könnten wir halt theoretisch von klein auf uns die hochleveln. So. Also das heißt von Schneeflocke bzw. Frifri oder
Frifri ist es, glaube ich. Und Fünkchen an, können wir uns die hochziehen. Hier haben wir noch Feuerer. So. Und jetzt heißt es wieder draufhauen. Ach, das war's schon wieder. So. Well done. No trouble at all. So, was haben wir noch? Irgendwas Spannendes noch? Weil dann gehen wir erstmal noch. Das Blöde ist, soweit ich weiß, ist der Kristallturm das Letzte. So, was haben wir noch hier? Der Bomber aller Bomber. Feuersamen, Eisrasamen. Co-Piratenkrise, Turboäther. Irgendwas, was noch was richtiges Geiles bringt, was man gebrauchen kann. Den könnten wir uns fangen. Hoffentlich. Let's begin. Den haben wir nämlich noch nicht. Musik ist cool. Okay, erstmal verteidigen. Ah, nee. Tobsucht. Okay, das können wir, glaube ich, sogar. Nee, das war nicht bei ihm. So, du hast, glaube ich, Tobsucht. Konfus, Tobsucht. So, und das müssen wir jetzt die ganze Zeit probieren. Verteidigen. Mondflöte war das, ne? Ja. Bleiben wir mal bei Vita. Komm schon. Hast du irgendwas? Ach, machen wir mal so einen Scheiß in der Zwischenzeit. So. Dann kannst du mal einen Äther auf deine Schwester schmeißen. Und wenn das nicht klappt jetzt... Okay, dann müssen wir es doch mal mit gucken, ob das eventuell... Moment, es geht in die andere Richtung, glaube ich, schneller. Blind-Tobsucht. Probieren wir mal so. Ha! Okay, dann bleiben wir dabei. Sie verfehlt ständig, bei ihm klappt das. So. Dann versuchst du einfach einzufangen. Vielleicht haben wir ja Glück. So. Mist. Ich will den haben. Sehr schön. Ja, wir haben ihn. Süßi, süßi. Es müsste eine M-Mirage sein, so wie er aussieht. Könnte aber auch. Doch, müsste M sein. Ja. Dieser Kabuki-Krieger hat aus unerfindlichen Gründen einen Narren an Barts gefressen. Ihn als komischen Kauz zu bezeichnen, ist noch freundlich. Im Umgang mit der Klinge macht ihm aber niemand etwas vor. Das wirklich Bizarre ist, dass er schon länger auf Barts wartet, als beide auf der Welt sind. Okay. So. Ja, und den packen wir auch direkt mit ein. So, gegen, tauschen wir gegen Minotauro. Nee, im Moment, gegen den Totenkopf. So. Okay. Gut. Dann haben wir den noch mit drin im Team. Oho. Alright. Sehr schön. In dieser Folge schaffen wir noch ein paar Kämpfe und danach werde ich ein bisschen leveln gehen.
So, was kriegen wir noch? Ich glaube, das ist ein bisschen Overkill. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Aber wir gehen jetzt einfach hier so ein Eisrasamen. Ist, glaube ich, auch nicht schlecht. So. Oh, ganz viele kleine. So. Haben wir die ganz vielen kleinen schon mal nicht mehr im Bild. Und den großen auch nicht mehr. Oh Gott. Sehr schön, dann haben wir noch einen Eisrasamen. Oh, wir schaffen noch ein paar Kämpfe, so ist es nicht. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, das wird ein größerer Akt. Wird's offenbar nicht. So. Sind ja dann doch schon recht gut vorangekommen. Gut, wir spielen ja auch schon 3 Episoden im Kolosseum. Dann gehen wir mal zu den Kuh-Piraten. Denen ihr großes Dingsbums ist ja, dass sie relativ viele Zustandsveränderungen hervorrufen. Was ja auch dann durchaus nervig ist. Aber wir hauen erstmal die rein und gucken mal, ob es was bringt. So, das Blöde ist, ich glaube, unsere einzige, die auf Kreuzprügel ein... Erdschaden, das wird nichts bringen. Ich meine, wir probieren es mal. Nö, habe ich befürchtet. Also das ist halt so der Nachteil an denen, die sind echt einfach nur nervig. Kuh-Pirat haben wir schon, ne? Also dass die Mogris, dass die singen, das kennen wir, glaube ich, aus Final Fantasy VI. Also ihr seht, es ist wirklich halt überall irgendwas dazwischen gematscht und dazwischen gemischt. Und es ist wirklich alles miteinander verknüpft hier. Also ich finde es halt einfach nur schade, dass die sich nicht kennen. Also Tidus und Yuna jetzt zum Beispiel. Das heißt ja, dass diese anderen gar nicht so wirklich existiert haben, die ganzen anderen Dinger. So. Alle weg. That wasn't so bad. Okidoki. Läuft. Oho. Alright. Und natürlich schaffen wir noch einen. Und dann müssen wir aufhören. Denn dann gehe ich leveln. So. Fangen wir mal einfach... Obwohl, wir können eigentlich mal besser oben weitermachen. So, wir haben noch... Ach, doch noch 3 Stück. Okay, dann gehen wir mal zum Bomber. Obwohl, Bomber könnten wir eher mit einem anderen... Wir gehen mal hier hin. Weil, da sind wir vom Team her ganz gut mit. Da könnten wir schnell mit durch sein. Bei dem anderen brauchen wir Wasser oder Eis. Hier können wir ganz gut mit Blitz arbeiten. Von daher nehme ich Feuer. Blitz. So. Dann brauche ich das Team nicht wechseln. Das war jetzt so der Gedanke. Ich glaube jetzt halt wirklich bei den Erdviechern und bei den Bombern sollte ich doch wirklich eher mit Wasser bzw. Eis rangehen. Und dann können wir jetzt noch, das ist Adamantaimai, weiß ich jetzt nicht. Da bräuchten wir, ja, probieren wir den noch, komm. Was soll's? Ui. Watch it. This'll be a tough... Okay. Okay. Das könnte übel ausgehen. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Der muss sich auflösen. Das bringt nichts.
Ja, das habe ich befürchtet. Okay, Nein, nicht Gegenstände. Stapeln, hallo! Okay. Nein! Falsch! Ich doofe Kuh! Okay. Erschütterung geht nicht mehr. Das ist das Einzige, was auf alle geht. Einem Gegner. Okay, dann. Okay, wenigstens einer weniger. So. Klappt auch nicht. Okay, 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 das wird. Das wird, das wird, das wird. Noch nicht. Auf dich. Hoch mit euch. Hoch mit euch. Okay, Ach, ich dachte, wir hätten einen umgebracht. Doch, haben wir sogar. Okay. Nee, dann. Okay. Die Hauptprobleme haben wir erledigt. Sehr schön. Was? Nur 1000? Was? Was war das? It is important to know your limits. Ja, ich kenne meine Grenzen, aber das war ja ein bisschen verarscht jetzt. Heilige Scheiße. Okay. Ich gehe dann mal trainieren. Und wir sehen uns. Ja, mal sehen. Und ich speichere jetzt erstmal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Mal gucken, wie es dann aussieht, ob ich mich entschieden habe, hier weiterzumachen. Oder ob wir dann in den Kristallturm gehen. Aber ich denke so, die tollsten Sachen haben wir jetzt eigentlich. Also wir haben jetzt Ramu, wir haben jetzt Gilgamesh. Und es wird bestimmt ganz witzig, zu sehen, was die so im Kampf noch können. Das können wir alles dann noch so ein bisschen ausprobieren. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal.